Hallo und herzlich willkommen bei Barstream. Wir werden heute beim A38L das Türschloss in der vorderen Tür ausbauen. Also mit Türschloss meinen wir dieses Teil hier. Hier ist der Türgriff bereits draußen. Ich zeige euch ganz kurz, wie ihr dieses Gestänge, die zwei hier, aushängt, wenn der Türgriff noch montiert ist. Da blende ich euch kurz ein Video ein. Das ziehen wir einfach leicht an. Dann haben wir das erste hier draußen. Und hier drüben haben wir noch eine kleine Nase. Wir biegen uns hier diesen äußeren Clip etwas zur Seite. Das macht der Clip auch mit und drücken das Gestänge nach hinten. So können wir das Ganze hier ausbauen. Dann haben wir die Gestänge schon mal lose. Diesen hier habt ihr bereits oben aus der Türverkleidung ausgehängt, als ihr das ausgebaut habt. Der ist dementsprechend schon lose. Dann sind diese beiden, wie ihr jetzt gerade im Video gesehen habt, auch relativ leicht zu lösen. Als nächstes nehmen wir uns hier oben den Kabelbaum raus. Einfach um dann für die Leitung und für den Stecker ein bisschen mehr Platz zu haben. Plastikclips drin, einmal hier vorne. Dann haben wir das soweit lose. Dann können wir hier außen die beiden Torx T30 Schrauben öffnen. Und dann das besagte Schloss nach vorne hier rausziehen. Und haben dann dementsprechend noch hier einen Stecker und die Leitung von der ZV. Für den Stecker drücken wir hier oben rein. Einfach hier drauf drücken. Dann entriegelt der Stecker und ihr könnt ihn abziehen. Bei der Luftleitung hier ist es jetzt so, dass wir hier, wo die zwei Stege sind, haben wir zwei Clips bzw. zwei Nasen drin. Diese müssen wir entriegeln, dass wir den Stecker runterbekommen und den auch heile runterbekommen, dass wir den auch wieder verbauen können und nicht wechseln müssen. Hier ganz leicht mit der Spitzzange drücke und dann sieht man schon, dass diese und die untere Nase sich leicht auseinander bewegen. Dann fällt es praktisch schon raus. Beim Wiedereinbau aufpassen, dass die Dichtung hier drin ist. Und ansonsten haben wir dann unser Türschloss hier. Dann könnt ihr natürlich das Türschloss noch so weit zerlegen. Das heißt hier die Entriegelung für den Türgriff innen. Drehen wir hier um 90 Grad zur Seite, können hier rausziehen und dann hier aus dem Haken rausnehmen. Das heißt, es wird dann nachher wieder hier eingefädelt. Hier runtergedrückt, wichtig ist, gerade geht es nicht, sondern schief. Also beziehungsweise 90 Grad verdreht, hier rein und dann wieder entriegeln. Dann den hier können wir einfach rausziehen. Das ist praktisch unser Türpin, der oben aus der Türpappe rausschaut. Als nächstes können wir diese hier ausbauen, wenn ihr möchtet. Falls ihr das Türschloss zum Beispiel tauschen müsst. Dafür drehen wir das Ganze einfach nur und können es dann rausnehmen. Das Ganze ja so eingebaut. Wenn es ausgebaut ist, drehen wir das hier um 90 Grad, nehmen ihn raus und nehmen ihn raus. Mehr ist es nicht. Beim Einbau wieder 90 Grad verdrehen, einstecken, nach oben und schon hält das Ganze wieder. Genauso wie hier. Und schon hält das Ganze wieder. Der Gummi sitzt hier einfach nur weiterhin drin. Den könnt ihr praktisch, wenn ihr möchtet, könnt ihr den auch rausnehmen. Oder ihr tut ihn halt dann oder halt dementsprechend auch einfach drin lassen. Wichtig ist natürlich, wenn ihr das Ganze wieder einbaut, dass der anständig sitzt und anständig hier drinnen ist, dass das dann nachher auch einigermaßen dicht ist. Dann wäre es das mit diesem Video schon wieder gewesen. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, wann immer das Video seht. Lasst es euch gut gehen. Weitere Videos natürlich auf dem Kanal. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da, wenn ihr möchtet. Bis dahin. Ciao.